Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Galaxy 2. Wir sind in der letzten Folge in Welt 5 angekommen, in der ich mal wirklich gespannt bin, wie es läuft. In der Regel ist Welt 5 vermutlich meine Hasswelt in diesem Spiel. Wobei man auch sagen muss, dass ich das Spiel noch nie 100% gespielt habe. Ihr seht auch, da drüben endet die Weltenkarte in dieser Welt, von der ich echt nicht im Kopf hatte, dass die so geil aussieht auf der Weltenkarte. Naja, wir haben im Moment keine Kometen oder sowas, könnten hier drüben bereits eine von 5 Galaxien bereisen. Natürlich könnten wir auch schon zum Boss gehen, aber als allererstes mache ich mal den zweiten Stern in der Raumwirbelgalaxie. Eile mit Weile zum Dach der Festung. Ach, das Level mag ich eigentlich ziemlich sogar. Ist ganz cool. Man merkt nur zum Beispiel die Turms, die gehen schon sehr ab. Die machen wirklich ein bisschen arg schnell und das beginnt schon hier mit diesen Dingen, die gefühlt zu schnell sind. Und dafür sind diese Schalter, die nämlich die Zeit verlangsamen. Das ist genau das Element des Levels. Die Zeitverlangsamung, die man auch braucht, um gescheit weiterzukommen. Ja, war ich jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell? So, diese Gegner kennen wir aus Mario Galaxy 1 und ich habe sie nie gemocht. Aber egal, wir sind weiter und beim Checkpoint. Jetzt ergeben auf einmal auch die Twomps einen Sinn. Weil jetzt mal im Ernst. Oh Gott, das ist ja ein Gegner. Vorbei kommt man an denen sonst nicht. Ohne diesen Nerf im Speed. So, hier kann man entweder einen Turm nehmen oder so wie ich eben jetzt hingekommen bin. Und dafür gibt es dann Münzen. Wobei ich mich ehrlich frage, wofür man die jetzt genau braucht. Von Münzen behält man ja auch nicht, oder? Das lohnt sich aber. Sternteile braucht man immer in dem Game. Wir haben ja auch jetzt schon wieder einen Gourmet-Luma vor uns. Bei dem ich ehrlich gesagt gerade nicht weiß, was für eine Galaxie er auslöst. Ja, okay, ich hätte vielleicht darüber gehen sollen zum Chillen. Dann gibt's hier jetzt erstmal eine Entspannungspause, bevor wir hier weitergehen. So ein ähnliches Level gab's doch auch in Mario Galaxy 1, bloß ohne die Zeitverlangsamung und dafür waren die Dinger halt auf einem normalen Tempo standardmäßig. Aber Kacke. So. Das habe ich doch schön geregelt. Da habe ich auch die Verlangsamung nicht mehr gebraucht. Diese Endstelle komplett rasiert. Und dafür haben wir den zweiten Stern der Galaxie. Und jetzt kommen wirklich viele Galaxien, die ich alle nicht unbedingt gerne mag. Kometen gibt es anscheinend hier erstmal nicht mehr für uns. Oh, oh Gott, wir füttern auf keinen Fall den Heslon.
mir ist eingefallen, welche Galaxie das ist. Also die mag ich nicht wirklich. Bei der ein Level mag ich nicht. An die erinnere ich mich kaum noch, aber ich habe keine positiven Erinnerungen. Und die ist geil. Oh. Wir gehen zuerst in die Heiß-Kalt-Galaxie. Die ist cool. Die mag ich. Launischer Prinz Picantus. Der Name der Welt ist halt wirklich, hält, was er verspricht. Es ist eine Galaxie, die sowohl mit Vulkanen und Lava funktioniert, als auch mit Eis. So, wie kann ich die Kamera jetzt umstellen? In dieser Galaxie gibt es ein Easter Egg, das viele vermutlich kennen. Ich habe aber gerade keine Ahnung, wie ich die Kamera gescheit beeinflussen kann. Ich kann nur so machen. Ich kann die Kamera wirklich nur in diese Richtung so ziemlich ausrichten. Weil das ist eine sehr bekannte Galaxie. Das habe ich nicht gedrückt. Wow! Weil oben am Rand der Galaxie, wenn man hochguckt, auf diesen Wänden stehen drei seltsame Figuren, die laut Nintendos Angaben Bäume sein sollen. Aber sie sehen doch sehr eindeutig aus wie Aliens. Oh, Wolkenblume. Da könnte ich mir Max Kraftpilz holen. Ich gehe schon mal eine Runde weiter. Bringt das hier nicht schon genau? Da hinten ist die Röhre, die ich suche. Boah, man kann die Kamera wirklich nur in eine Richtung einstellen in dem Level. Was? Was soll denn das? Warum springst du nicht? Was ist denn das? Jetzt muss ich das nochmal neu machen. Wie läuft denn die Galaxie bisher für mich? Ich glaube, so scheiße hat eine Folge noch nie angefangen. Ich meine, ist nicht der erste Stern, aber es ist trotzdem noch Folgen anfangen. Alles klar, ja, so scheiße hat eine Folge noch nie angefangen. Ich werde nochmal sterben, ziemlich sicher. Ich werde ziemlich sicher nochmal sterben. So, und jetzt hier die letzte Wolke aus dem Weg. Boah, und wieso hat mich das jetzt getroffen? Ich werde hier aber auch alle zwei... Ich werde hier von allem gehittet. Lass mich einfach in die Röhre. Punkt. Hier haben wir ein Minispiel, wie wir es schon mal hatten. Vom Wandern. Ja, du erinnerst dich an mich, ne? Eislaufen. 600 Punkte. Ich hatte ja schon beim ersten Mal gesagt, es gibt noch eine schwere Version. Und die ist hier. So, bisher passt's. Ja, hier schaffe ich mich alle.
Das reicht nicht! Bruder! Das reicht nicht! Ich hatte fast alle! Scheiße, das war's schon wieder. Ich werd's nicht mehr schaffen können. Ne, weil ich dieses Mal den einen goldenen da am Ende noch hatte. Alter, am Ende. Ich glaube wirklich, blind schafft man das gefühlt nicht. Man muss auch wirklich, man bekommt zwar am Anfang häufiger alle, aber man muss die auch schnell bekommen, damit schnell die nächsten spawnen. Man hat's ja gesehen, ich bin dieses Mal 2 Stufen weitergekommen. Und unter anderem deswegen und weil ich dieses Mal beim letzten wusste, dass oben rechts in der Ecke ein goldener spawnt. Beim diesmal drittletzten, letztes Mal letzten. Hat's dieses Mal geklappt. So. Und wir machen auch gleich den 2. Stern hier. Und Kometenmünze finden wir dabei hoffentlich auch. Den Gourmet-Luma verschieb ich noch mal ein bisschen, weil der eine wirklich, wirklich ekelhafte Galaxie hat. So, wäre ganz schön, wenn ich dieses Mal hier am Anfang auch vielleicht mal ein bisschen zurechtkommen würde. Lieber auf Nummer sicher gehen. So, Wolke einsacken, hier dann wieder. Zack, mit dem einen Unterschied, dass ich dieses Mal den Sternring nehme. Und warum nicht gleich so? Hier liegen auch sehr viele Sternteile rum in der Galaxie. Man merkt, ich gucke hier auch immer mal ein bisschen, in welcher man gut farmen kann. Ich glaube übrigens, dass die Kometenmünze irgendwo in dem Gebiet ist. Aber vermutlich erst in der 2. Hälfte. Und guckt mal, wer recht hatte. Oh, das ist ja schon wieder. Da hinten, das ist, glaube ich, ein One-Up. Ich meine, kann man sich holen, muss man aber nicht. Hier, dieses Mal, der Versuch ist doch gleich viel besser. Oh Gott, aber den Planeten habe ich auch unschön im Kopf. Ja, hier landen diese Kometen und da, wo sie landen, entsteht Lava. Ey! So, jetzt. Digga, Mario, was war das? Triple Kill! Das ist leicht eskaliert. Und jetzt machen wir das Gegenteil von gerade eben. Eiszapfen landen in der Lava.
und bilden Eisschollen. So, ich habe noch hier volle Leben, Maxkraft. Prinz Pikantes rast mit seinem Streitwagen umher. Pass auf, dass er dich nicht anzündet. Super. So, servus. Ja, an sich Kampfprinzip gegen den relativ so wie auch bei den Viechern gerade, nur dass er auch noch aus seinem Wagen da schießt und halt da Feuer raushaut. Das ist auch eigentlich hier der große Unterschied. Okay, und jetzt macht er so ein... Ah, da fallen auch Kokosnüsse vom Himmel. Ich weiß gar nicht, kann ich den vielleicht sogar nur noch mit Kokosnüssen bei dem Angriff hitten? Nein, ich hab ja... Oh Gott, der kommt gerade ein bisschen nah. So, zweiter Hit. Jetzt wird er aggressiv. Schieß 3. Da ist auch wieder Kokosnüsse. Und die habe ich gerade so getroffen, aber ich habe sie getroffen. Und damit ist der Typ auch weg. Und wir haben den Kampf gewonnen. Und bekommen den regulären Stern hier. Zweiten Stern gibt's hier nicht. Wir hatten ja einen Geheimstern und einen Komet kann noch spawnen. Oder nee, war das ein Komet oder ein Minigame? Weiß nicht, egal. Auf jeden Fall spawnt noch ein Stern. Apropos, es gab jetzt schon eine ganze Weile keine Kometen mehr. Oh, moin. Ich hab einen Brief für Luma. Da gibt's Geld bei. Das ist schön, Geld ist immer gut. Da spricht der YouTube-Partner hin. So, der Lagertort wieder. Hallo. 1582. Ich werde sowieso in dieser Welt noch ein bisschen was auslagern müssen. Weil ich ja 1500 für ein Gourmet-Luma brauche, die ich ihm absolut nicht gönne, weil der Typ... Der macht keinen Spaß. So, Schlingersandgalaxie. Finde ich, sag ich mal, sehr kontrovers. Irgendwie, einerseits ist sie cool, andererseits auch sehr nervig. Der Komet ist mit Abstand das Schlimmste hier. Zudem mag ich das zweite Level nicht wirklich. Dieses erste ist schon ganz cool. Die Rieselfalle des Sandulms. Super Name. Hier mal auf der Rückseite lang. Ich habe auch hier keine genaue Ahnung mehr, wo die Kometenmünze abchillt. Wir sind schon relativ spät im Spiel, vor allem dafür, dass es Mario ist, dafür, dass wir jetzt endlich mal ein Wüstenlevel erhalten. Aber Mario Galaxy ist nun mal auch kein klassisches 2D-Mario-Spiel. Allein schon, weil es nicht 2D ist. So, hier gibt es anscheinend Coins. Scheiße gelaufen. Ja, das schaffe ich nicht. Oder das ist anscheinend doch sehr geschenkt. Das war doch sehr geschenkt. So, Kometenmünze ist halt wieder eine Sache. Ich bin mir eigentlich auch ein, die war irgendwie so. Oder das Movement. Sicher, dass ich sie noch nicht verpasst habe. Es sieht nicht danach aus. Es ist halt wieder, dass ich wirklich keine Ahnung habe. Hier kann man sich vor allem auf den Dingern fortbewegen. Das sind sehr viele Gegner, die in Mario Galaxy 1 auch ausschließlich in der Wüste. Was, die war hier? Die ist ja ziemlich geschenkt.
Genau gesagt, liegt gänglich mitten auf dem Weg. Das Einzige ist nur, dass man dann nicht abkürzen kann an der Stelle. Ah, das ist allerdings unschön. So, auch gut gelaufen. Die Feuerblume war nur für Suana. Und damit sind wir schon ziemlich weit. Oh, hab mich gerade gekratzt, aber trotzdem alle bekommen. Aber die Stelle ist wirklich nicht angenehm. Die Physics hier sind, es ist wirklich unfassbar rutschig. Und wir müssen diesen Dingern ausweichen. Boah, die Steuerung ist schon echt ekelhaft. Das müssten die letzten zum Ausweichen gewesen sein. Jetzt müssen wir aber auch aufpassen. Denn ihr seht, der Pfad wird kleiner, auf dem wir rutschen. Aber wenn man hier die Münzen bekommt, ist man eigentlich safe. Hier könnte ich mir wieder noch ein Max Kraftbild holen. Also normalerweise habe ich das immer gemacht, aber in dem Spiel so gar nicht. Und hier ist der Boss des Levels. Das da. Und hier spawnen Feuerblumen. So, der schmeißt sein Gedöns. Nicht zu nah ran. Das habe ich tatsächlich noch nie so gemacht, sage ich wie so. Ich war nie die ganze Zeit so nah an dem dran. Okay, die Dinger, die aus Sand sind, kann man zerstören. Aus dem Goldenen kommen Münzen. Achtung. Vorbereiten. Nein! Ja, da wird er sich erholen können. Der Kampf ist echt nervig, wie man sieht. So, wenn man sich gut positioniert hat, muss man einfach nur noch spammen. Die Dinger kann man sogar noch zerstören. Die Gans an der Seite kann man wegmachen. Nein, die Blume! Oh, er gibt mir direkt... Als ob. Und die Blume ist schon wieder weg. Jawohl. Der Kampf kann wirklich, wirklich nerven, wie ihr, denke ich, mitbekommen habt. Wir haben es letztendlich ganz gut geschafft, nur einen Gegentreffer. Aber ich denke, es ist kein großes Geheimnis, dass der Typ ein Risikokometen hat. Und das ist wirklich sacknervig. Ich bin eher relativ froh, dass ich die Kanonen so gut gehandelt habe. Ich hatte die Physics ganz gut drin und habe die immer ziemlich schnell getroffen. Ja, gesagt, immer auf First Shot, wenn ich es nicht richtig mitbekommen habe. So, Kometenmünze eingesackt. Es müsste langsam wieder mal einer kommen, oder? Und da ist der in der Heiß-Kalt-Galaxie, den ich bereits erwähnt habe. Na, dann würde ich sagen, ist das auch der letzte Stern, den wir heute in dieser Folge machen.
Der ist... Also man kann da ein, zweimal fällen, aber der ist nicht lang und geht voll in Ordnung. Nein! Ich wollte nicht in dieses Level. Ich will zum Kometen. Ah, das hatte ich auch noch nicht. So, allein gegen die frostige Octo-Armee. Ihr seht, Gegner spammen da auf der Plattform, auf der wir den Bosskampf hatten. Die Zäune sind weg und Sterne sind gespawnt. Und wir haben nur wenig Zeit. 50 Sekunden und sie müssen alle raus. Beweg dich. Ich hatte ehrlich gesagt nie eine wirkliche Strategie. Ich wüsste auch nicht, was hier am besten ist. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie ich hier mehrfach gefailt habe. Hä? Ich meine, meine Strategie war jetzt nicht mal so toll. Und trotzdem 10 Sekunden Restzeit. First try. Naja, war der wohl noch leichter, als ich im Kopf hatte. So, wenn ihr sehen wollt, wie es hier in Welt 5 weitergeht, schaltet doch in der nächsten Folge. Ach, ich habe mich schon gefragt, wann der mal kommt. Und wenn ihr den da sehen wollt, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Lasst ein Abo da, wenn euch das Projekt gefällt. Bis dann und tschö mit euch.